Was geht, Leute? Heute Abend, für euch gestern Abend, habe ich so aufs Handy geschaut und ich konnte meinen Augen nicht glauben. Ich sah nämlich die Nachricht, dass Drake laut übereinstimmenden Medien einen neuen Vertrag von ungefähr 400 Millionen Dollar unterschrieben haben soll. Das Label, bei welchem er unterschrieben haben soll, ist die Universal Music Group. Und da ich noch nie in meinem Leben so eine hohe Summe bei einem Musikvertrag gesehen habe und diese Summe einfach so hoch ist, wollte ich mich einfach nur ein bisschen mit euch unterhalten und mich mit euch austauschen. Eine genaue Summe konnte bis jetzt noch nicht genannt werden. Was aber überall gesagt wird, sind, dass es ungefähr 400 Millionen Dollar sind. Es gibt auch Medien, die das Größenmaß dieses Vertrages mit einem LeBron James Vertrag vergleichen. Für die Leute, die nicht so im Basketballgame drin sind, LeBron James ist so der größte Basketballspieler der neuen Zeit. Alleine dieses Jahr verdient LeBron James ungefähr 45 Millionen Dollar nur mit seinem Basketballvertrag. Und ich finde den Vergleich mit dem LeBron James Vertrag eigentlich ganz interessant, denn ich finde, Drake ist ebenso wie LeBron James einfach der größte Rapper der heutigen Zeit. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, auch wenn ihr Drake seine Musik nicht feiert, seine Streamingzahlen und gerade dieser 400 Millionen Dollar Vertrag sagen einfach, dass dieser Typ der größte ist, den wir im Moment haben. Drake ist sozusagen der LeBron James der Rap-Welt. Okay, das war ein Spaß, das war jetzt ein bisschen übertrieben, denn ich finde, Drake ist Drake und LeBron James ist LeBron James. Aber wie schon gesagt, ich finde den Vergleich trotzdem ganz interessant. Einige von euch denken jetzt bestimmt, oha, heftig. Drake hat jetzt 400 Millionen Dollar mehr auf seinem Konto. Aber so ist es nicht. Der Vertrag soll nämlich sehr umfangreich und sehr vielseitig sein. Er deckt nämlich Musikaufnahmen, Veröffentlichungen, Merchandise und visuelle Medienprojekte ab. Ich schätze mal, visuelle Medienprojekte bedeuten hier Musikvideoproduktion. Und das finde ich sehr interessant, denn mit diesem Geld kann sich Drake die heftigsten Producer sichern, die er eigentlich sowieso schon hat. Die heftigsten Feature-Gäste kann er damit bezahlen. Ich denke mal, die meisten Leute machen mit Drake umsonst ein Feature. Naja, egal, ich wollte es trotzdem nur ganz kurz erwähnen. Und seine sowieso schon sehr erfolgreiche Modemarke OVO kann ins nächste Level gehen. Mit diesem Geld hat Drake einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Glaubt mir, die Musikvideos, die wir in Zukunft sehen werden, werden wahrscheinlich einfach Next-Level-Shit sein. Anscheinend soll die Art von diesem Deal ein Profit-Split-Deal sein. Das ist aber auch nicht bestätigt, wie das ganze Gerücht im Insgesamten, aber ich glaube dem Ganzen schon, denn das alles hört sich sehr logisch an und 400 Millionen für einen Drake sind schon realistisch. Diese Art von Musikvertrag, also dem Profit-Split-Deal, soll so anscheinend der Win-Win-Deal in der Musikbranche sein. Denn Label und Künstler profitieren von dem Deal. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, deckt Drake die 400 Millionen Dollar ab. Das heißt, er zahlt sie theoretisch an das Label zurück. Nachdem dies zurückgezahlt wurde, wird der Gewinn zwischen Label und zwischen Künstler aufgeteilt. Schließlich wollen beide Seiten ja Plus machen mit dem Ganzen. Die Gewinnverteilung soll so bei 50-50 sein. Das heißt, 50% der Einnahmen würden in Drakes Taschen gehen. Ich persönlich vermute aber, dass Drake einen viel höheren prozentualen Anteil am Gewinn nach der Abdeckung dieses Deals bekommt. Ich habe schon mal ein ganzes Video rund um diese ganze Label-Thematik gemacht. Das könnt ihr gerne mal abchecken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist für mich persönlich ein sehr interessantes Thema. Ich persönlich glaube auch, dass Drake kein Problem damit haben wird, das Geld wieder reinzuholen. Er wird seinen Namen einfach so unglaublich vermarkten, dass er noch bessere Werbeverträge bekommt und seine Musik wird sowieso millionenfach, wenn nicht sogar milliardenfach gehört. Die Frage jetzt ist halt, was passiert mit Drakes altem Label? Drake war davor bei Cash Money Records gesigned. Cash Money Records ist ein Unterlabel von Universal und der Gründer von diesem Label ist Birdman. Birdman hat vor einigen Jahren gesagt, dass er mit Drake wahrscheinlich sein Leben lang zusammenarbeiten wird. Wie das jetzt mit diesem neuen Label-Deal aussieht, weiß keiner. Naja, Leute, ich finde diese Summe 400 Millionen Dollar ist so unvorstellbar hoch. Damit kann man so unglaublich viel anstellen und ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt. Euer Take ist mir natürlich wie immer sehr wichtig. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr über das Ganze denkt und vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. So könnt ihr mich unglaublich unterstützen. Denn dadurch wird der Algorithmus angeregt und viel mehr Leute sehen meine Videos. Naja, Leute, ich hoffe, dieser kurze Talk hat euch gefallen. Passt auf euch auf, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, ciao.